Ich bin die Alina Weiß, ich komme aus der Nähe von Augsburg, bin 21 Jahre alt und ich studiere hier in München jetzt im 6. Semester den künstlerisch-pädagogischen Bachelor im Hauptfach Saxophon. Am Saxophon begeistert mich am meisten die Vielfalt, also dass es wahnsinnig bunt einsetzbar ist, egal ob solistisch, kammermusikalisch oder mit Klavier oder auch im Orchester. Also was die Musikhochschule angeht, erstmal was sehr toll ist, dass das groß ist. Und wir haben ein wirklich starkes Personal. Wir haben unfassbare Musiker da. Das heißt, man kann überall anklopfen und lernen. The good thing about this university in Korjun, it's that we can play a lot of styles within the classical and contemporary, free of choice. It's up to you. Wir haben super viele Möglichkeiten in der Klasse, unterschiedliche Gruppierungen zu bilden, egal ob Trio zu unserem, zusammen mit dem Pianisten, Quartett oder ein Ensemble mit der ganzen Klasse. Also ich habe an mehreren Hochschulen vorgespielt und habe mich dann letztendlich für den Korjun Asatrien entschieden, einfach Aufnahmen gehört, mit anderen Studenten gesprochen und deshalb dann nach München gegangen. It's the way that he plays, it's very different from everyone that I already worked. It's totally different. It's a type of way to play saxophone that it's very classical, very string and these clarinet and horn type of play, it's unique. What I like to do most, it's just come here to this building that we have saxophone lessons and just study, make rehearsals and just spend my whole day here just playing and studying. That's the best part. Ich mag besonders meine Klasse, weil wir super bunt sind. Also jeder kommt aus einem anderen Land und wir helfen uns gegenseitig wahnsinnig. Und genau, natürlich auch die Stadt. Also wer mag nicht gerne in München leben? I live in a student residence, so I contact with a lot of other musicians, other students from other classes. So I come home and I speak with other musicians. It's like, that's a really nice thing. Das ist im Prinzip das Entscheidende in einem Musikstudium. Das heißt, wenn ein Musiker seinen Abschluss macht und ganz toll sein Instrument beherrscht, aber nicht kennt, wie man mit anderen Musikern, Komponisten zusammenarbeitet, wie man diese Netzwerke schafft, dann hat man so einen wichtigen Teil komplett verpasst. Aber in unserem Fall müssen wir ganz offen sein. In unserem Fall müssen wir während des Studiums so viel wie möglich mit anderen zusammenarbeiten. Also das sind andere Klassen, andere Instrumentalisten, Vokalisten und vor allem für uns sind das die Komponisten, weil das Saxophon-Repertoire super jung ist. Ein seriöses Repertoire gibt es eigentlich seit 50 Jahren und es muss weiterentwickelt werden.